Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen im Café Steelpoint. Ich bin heute in ein bisschen ungewöhnlichen Rolle als Moderator. Ich hoffe, ich schaffe es, dass ich nicht zu viel rede. Ja, ich darf heute einen ganz lieben Gast begrüßen bei mir. Heute kommt die Christina Hallasch im Café Steelpoint vorbei und wird mit mir ein Gläschen Wasser trinken. Ja, Christina Hallers ist an und für sich eine sehr bekannte Vortragende hier bei uns an der WSO und nicht nur an der WSO, sondern eigentlich schon fast auf der ganzen Welt. Die Christina ist eine ganz neugierige Frau, die immer wieder es gewagt hat, in Dinge hineinzuschauen und sich damit wirklich sehr genau zu beschäftigen. So von ihrem Werdegang hat sie sich am Anfang sehr viel mit Füßen beschäftigt. Und kam dann auf ein Thema, das für mich auch immer sehr interessant war, und zwar das Thema Traumata und wie sich Traumata auswirken auf den Körper. Da hat sie auch sehr viel Ausbildung gemacht, wie Somatic Experience zum Beispiel. Ja, und nach dem Trauma, das sich ja wirklich auch sehr stark im Gewebe festigen, hat sie sich in diesem Thema noch schlauer gemacht und ist jetzt bei STEKO gelandet und gibt auch sehr viele Unterrichtseinheiten in ganz Europa, auch in Bezug auf Faszien, im Rahmen der Ausbildung von STEKO. Na gut, Christina, hallo, wie geht's dir? Hallo Erich. Hi, grüß dich. Ich Okay. habe jetzt keine Ahnung, ob ich irgendwo drauf drücken muss, damit ihr mich seht. Nein, ihr seht mich so, das ist gut. Also, Christina, ich sehe dich in voller wunderbarer Größe und ich hoffe auch alle Zuseherinnen und Zuhörer. Und zu sehr erinnern, die Regie gibt mir auch positive Zeichen. Ja, Christina, also nochmal herzlich willkommen. Schön, dass wir uns sehen. Wir haben gerade darüber gesprochen, 272 Kilometer sind wir voneinander entfernt. Aber schön, dass du zumindest akustisch und visuell da bist. Ja, wie geht's dir denn? Ja, es geht mir gut. Es ist ganz fein, fast wie Ferien. Das glaubt auch mein Sohn, der 15 ist, dass Ferien sind. Das Einzige, was schade ist, wir haben noch sehr viel Schnee und wir könnten noch viel draußen unternehmen, aber das tun wir natürlich auch nicht. Okay, Also Katze. nütze ich auch die Zeit zum Skripten überarbeiten, Kastenräumen und solche Dinge. Okay. Alle Dinge, die wir sonst nicht tun würden, können wir jetzt Genau. momentan machen. Wunderbar. Du, Christina, du hast ja eine kleine Präsentation vorbereitet. Ja, Ja. und ich würde dich einfach bitten, damit zu starten. Und dann hänge ich mich wieder rein und werde mit dir ein bisschen was durchdiskutieren, dir ein paar Fragen stellen. Okay. Ich habe ein bisschen hin und her überlegt, was denn interessant wäre und habe jetzt einen Aspekt herausgegriffen aus den ganzen Unterrichtssachen, die ich da jetzt mache über Stecken und über Faszien, wo ich mir denke, dass das ein Modell ist oder eine Sichtweise, die für uns als Osteopathinnen und Osteopathen sehr hilfreich sein kann in der täglichen Praxis. Und deswegen ist der Titel Painful Connections. Da geht es natürlich um die Faszien, ums Bindegewebe. Und der Untertitel ist Rezeptorschmerz und Entzündung. Und das sind Begriffe, mit denen möchte ich mich jetzt einfach über die nächsten Folien hindurch ein bisschen auseinandersetzen. Der Raimund hat gesagt, ich soll meine Quellen bekannt geben. Und deswegen habe ich dieses Foto reingegeben. Das sind der Luigi Stecco auf der linken Seite, in der Mitte die Carla Stecco und der Antonio Stecco. Drei Verwandte, also der Luigi ist der Vater, Carla und Antonio sind die Kinder, die ihr ganzes Leben eigentlich der Faszienforschung gewidmet haben. Und das sind meine Quellen. Also alles, was ich bringe, ist im Prinzip von den dreien. Das sind meine Quellenangaben. Carla Stecco ist Professorin auf der Uni in Padua, arbeitet sehr viel dort am Anatomischen Institut und ist eine der weltweit führenden Faszienforscherinnen. Und der Antonio ist in New York auf einer Uni und auch der forscht sehr viel zur Physiologie der Faszie. Ja, aber unser Thema ist der Schmerz. Hier haben wir ja eine Definition von Schmerz von der International Association for the Study of Pain. Die sagt,
Schmerz ist ein unangenehmes Sinnes- und Gefühlserlebnis, das mit aktuellen oder potenziellen Gewebeschädigungen verknüpft ist oder mit Begriffen einer solchen Schädigung beschrieben wird. Also Schmerz hat was mit aktuellen oder potenziellen Gewebeschädigungen zu tun. Das ist so die gängige Meinung und das ist sicher das, was die meisten von uns in der Ausbildung gehört haben. Man könnte es ganz grob verkürzt sagen, wir haben eine Läsion im Gewebe, es kommt zu einer Entzündung und daraus entsteht dann ein Schmerz. Die Nozizeptoren im Gewebe, die werden über diese Entzündung gereizt und senden einen Schmerzreiz ans Gehirn. Jetzt habe ich in meiner Praxis sehr, sehr viele Patienten mit Schmerzen, wo überhaupt keine Entzündungszeichen sichtbar sind, wo es keine Gewebeläsion gibt, die aber trotzdem stark sind, die ihr Leben beeinträchtigen und die vor allem sehr oft schon über lange, lange Zeit bestehen. Und da habe ich mich gefragt, oder Frage habe ich mich schon lange und auch während der Ausbildung immer wieder gefragt, was hat es mit diesen Schmerzen auf sich und was macht man da? Da greift dieses Entzündungsmodell nicht. Da greift da dieses Modell der Wundheilungsphasen nicht. Ein erstes Konzept, was in Richtung Erklärung dieser Schmerzen geht, ist das von Travell und Simmons über die Triggerpunkte und ihre Qualitäten. Die haben also so myofasziale Schmerzen beschrieben, also oder tiefsomatische Schmerzen wäre so die Kategorie. Und bei denen findet man dann in der Literatur schon die Aussage, dass Schmerzen ohne eine bestimmte Gewebeläsion auftreten können. Sie haben das dann als referred pain bezeichnet und sind davon ausgegangen, dass Druck auf einen Muskel oder auf einen Triggerpunkt im Muskel der Nerven so aktiviert und übers Rückenmark dann so verschaltet werden, dass die Schmerzen dann an einem anderen Ort irgendwo im Gewebe auftreten können. Wir in der Facial Manipulation, das ist dieses Konzept, nach dem Stecco arbeitet, wir haben noch eine andere Sichtweise zu diesen Schmerzen und das ist das, was ich jetzt über die nächsten Folien euch näher bringen will. Wenn wir uns das Bindegewebe anschauen, die faszialen Schichten von außen nach innen, dann haben wir hier zuerst die Haut, dann haben wir noch eine Fettschicht, die oberflächliche Faszie, das wäre hier, und dann kommt noch mehr Fettschicht und dann sind wir auf Ebene der tiefen Faszie und darunter liegt dann die Muskulatur. Und die Dinge, die ich jetzt beschreibe, da geht es um diese Ebene der tiefen Faszie und dieser oberflächlichen Faszie. Also diese Bindegewebsschichten, um die geht es da jetzt hauptsächlich. Wenn man diese tiefe Faszie sie im Detail genauer ansieht, dann sieht man, dass es Kollagenschichten gibt, und zwar mehrere Schichten. Das wäre in dem Fall A und C. Und dazwischen eingelagert ist lockeres Bindegewebe. Lockeres Bindegewebe hat einen wesentlich höheren Wasseranteil oder Anteil an extrazellulärer Matrix und nur ganz wenige Fasern. Die Kollagenschichten, die sind Schichten vom Bindegewebe, wo wirklich eine Kollagenfaser neben der anderen liegt. Das heißt, diese Faszie ist nicht ein irreguläres Bindegewebe, so wie wir es früher immer gehört haben, sondern sie ist schichtartig aufgebaut. Christina, darf ich da kurz was dazwischen fragen? Ja. Ja, also du hast das jetzt schön dargestellt und das wechselt sich ständig ab oder ist das jetzt immer nur einmal ein Abwechseln oder finde ich immer wieder Kollagenschicht, lockeres Bindegewebe, Kollagenschicht und so weiter? Es gibt natürlich lokale Unterschiede. Ja. In der oberflächlichen Faszie zum Beispiel habe ich im Gesicht nicht nur eine Schicht, sondern habe zwei oder mehr Schichten, weil dazwischen immer wieder Muskelfasern eingelagert sind. Mhm. In der thorakolumbalen Faszie, jetzt in der tiefen Faszie, habe ich drei verschiedene Schichten. Also es ist regional sehr unterschiedlich, aber es hat immer eine funktionelle Bedeutung. Was hat es mit diesen Schichten auf sich oder was ist da wichtig?
Wenn man diese Schichten im Detail analysiert, sieht man, dass eben die Kollagenfasern immer so gewellt nebeneinander liegen, aber eine ganz klare Richtung haben. Und zwar in jeder Schicht eine andere Richtung. Und das, wenn man das übereinander legt, gibt dann dieses mehrschichtige Bindegewebe, wo man früher eben gesagt hat, irreguläres Bindegewebe. Inzwischen sind wir einfach technisch in der Lage, diese Schichten voneinander zu trennen. Und man hat eben gesehen, dass das ganz eine klare Ordnung ist, die da drinnen herrscht. Und auch die Winkel von diesen Schichten zueinander, die sind ziemlich konstant. Meistens sind das 78 Grad, interessanterweise. Offensichtlich ist das was funktionell gut funktioniert. Und zwischen diesen einzelnen feinen Schichten ist ein enorm lockeres Bindegewebe. Und das ermöglicht, dass jede Schicht für sich eine gewisse Unabhängigkeit hat und eine gewisse Anpassungsfähigkeit an Kräfte. Wenn dieses lockere Bindegewebe da drinnen gleitfähig ist, und das ist es in der Regel, dann kann Kraft in die Richtung wirken, weil das quasi auf der unteren Schicht so dahin rutscht und die Fasern können sie ausdehnen und können sie an diese Kraft anpassen. Wenn diese Gleitschicht fehlt, warum auch immer, aus irgendwelchen pathologischen Prozessen heraus, dann wird es natürlich kritisch, weil dann verlieren wir diese Anpassungsfähigkeit. Ich habe euch da ein Beispiel mitgebracht von so einer tiefen Faszie, die ihr alle kennt. Das ist die Faszie Lata, und zwar der laterale Teil vom Oberschenkel. Und man sieht da sehr schön auf der linken Seite vor allem durchscheinend, dass es eben so verschiedene Schichten gibt. Die Fasern gehen einmal in die Richtung, andere Fasern gehen in die Richtung. Also es gibt diesen schichtartigen Aufbau. Und am rechten Rand sieht man dann auch, oder wird man sehen beim Menschen jetzt, dass da jetzt dann diese Kollagenfasern, diese Faszien direkt übergehen in die Muskelfasern. Es ist so, dass circa beim Gluteus von Autor zu Autor unterschiedlich, aber fast 80% der Gluteusfasern inserieren direkt in die Faszie. Also gar nicht in irgendeiner Sehne auf irgendeinem Knochen, sondern die gehen direkt ins Bindegewebe. Und auf der anderen Seite sehen wir eben den Tensor Fasciae Latae, der da in Schicht von der Fasciae Latae aktiviert, kann man sagen, die in eine andere Richtung geht. Und durch diesen kreuzförmigen, schichtförmigen Aufbau kann sie eben diese Faszie an die eine Richtung und an die andere Richtung gut adaptieren. Das ist jetzt eine Videoaufnahme, wie das ausschaut während der Bewegung. Das Weiße sind diese Bindegewebsschichten. Wir haben da eben so die aponeurotische Faszie vom Oberschenkel, also das wäre das Epimysium als unterste Schicht und dann die Faszie Lata drüber. Das Weiße sind eben diese Kollagenfasern, das Dunkle eingelagert, das wäre das Hyaluron oder diese Gleitschicht vom lockeren Bindegewebe. Im Muskel selber, auch da seht ihr weiß, so Bindegewebssepten, das wäre das Perimysium, nennt man das, das eben in die Muskulatur hineinzieht und wo eben im Muskel drinnen zwischen den Myofibrillen und Muskelfaserbündeln so einzelne Bindegewebstränge verlaufen. Also entschuldigen Sie, Epimysium, das was direkt im Muskel umgibt, und Perimysium, was dann in den Muskel hineingeht, nicht? Und dann, glaube ich, auch weitergeht ins Endomysium. Genau, das wäre dann das Letzte, wo wirklich jede einzelne Muskelfaser vom Endomysium umhüllt ist. Mhm. Aber jetzt kann man sich schon vorstellen, wenn man sieht, was da für Dynamik herrscht, dass wenn es da eine Unterbrechung gibt, dass das zu einem Konflikt in irgendeiner Form führt. Ja, das wären einmal diese Schichten. Der zweite Aspekt ist, dass man in diesen Faszien, in dem Bindegewebe sehr viele Rezeptoren gefunden hat und da in Zukunft noch viel mehr entdecken wird oder genauer untersuchen wird. Das, was ihr hier seht, auf der rechten Seite ist eine Muskelspindel, die da eingelagert liegt, dazwischen. Das wären die Muskeln da, Muskelfasern. Das da ist eine Muskelfaser. Und das, was wir da weiß sehen, das wäre im Perimysium, das da durchzieht durch die Muskulatur und das Ganze dann nach außen mit dem Epimysium und der aponeurotischen Faszie verbindet.
Also das Blaue sind als Muskelfasern, das ist hellblaue, aber das Hellere dann das Perimys. Genau. Okay. Und die Muskelspindel selber, wenn man es genau anschaut, auch die hat so eine bindegewebsartige Hülle. Ja, also das ist die Grundstruktur dieser Muskelspindel ist wieder eine kleine, feine Faszie, könnte man sagen, die auch mit dem Perimysium da in Beziehung steht. Das heißt, auch wenn Bewegung stattfindet, dass über das Perimysium auch diese Muskelspindel dann sozusagen erregt wird, weil dort die Bewegung auch ankommt und dann dieser Rezeptor seine Information ans Nervensystem abgibt. Andere Rezeptoren in den Faszien wären zum Beispiel die Fata Pacini-Körperchen, die sehen wir da links. Oder was wir da oben sehen, das wäre so eine freie Nervenendigung, die ohne ein spezielles Ende sozusagen einfach im Gewebe da ihr Ende hat. Aber auch da haben wir rundherum wieder Bindegewebe. Also selbst diese freie Nervenendigung ist über das Bindegewebe mit allen anderen Strukturen verbunden. Und bei den Fata Pacini-Körperchen sieht man das sowieso sehr gut, dass die so wirklich so bindegewebsartige Kapsel haben. Es gibt auch diese Rezeptoren, also Schleip hat da sehr viel geforscht in diese Richtung mit vier unterschiedlichen Rezeptoren. Lehnt sich das jetzt da an? Ist das jetzt ein Widerspruch oder ergänzt sich das jetzt? Na, so viel ich weiß, hat Schleip vor allem die Techniken der Rolfer versucht, auf Basis der Rezeptoren sozusagen ein bisschen zu erklären. Es gibt Rezeptoren, die sind für mechanische Reize sehr empfänglich. Es gibt Rezeptoren, die sind für chemische Reize empfänglich, welche für thermische. Also es gibt jede Menge anscheinend. Und Schleip hat zum Beispiel gesagt, dass Fata Pacini-Körperchen eher für Kompression, für Druck sehr empfänglich sind. Oder für Dehnung wären es zum Beispiel die Ruffini-Körperchen. Mhm. Und er hat daraus dann Therapieempfehlungen abgeleitet. Und ich glaube, er hat daraus auch sehr viel, also die Verbindung zum Sympathikus hergeleitet. Weißt du da noch was? Hat er das? Ich bild mir sein Kopf. Bleiben wir mal da beim Spektrum. Ja, okay, sorry. Na, passt schon. Deswegen auch, weil sie, glaube ich, da in nächster Zeit sehr viel tun wird, weil es vor allem auch polymodale Rezeptoren gibt, vor allem diese freien Nervenendigungen, denen werden schon sehr viele Qualitäten zugeschrieben, also dass sie mechanische Reize leiten können, dass sie Schmerzreize leiten können und. Also ich glaube, dass die Forschung sich in Zukunft einmal in diese Richtung da sehr entwickeln wird müssen, um wirklich zu verstehen, was da im Gewebe passiert. Mhm. Ja, was ich da noch mitgebracht habe, weil das ist eins meiner Lieblingsbilder, das ist ein Golgi-Sehnenorgan. Und wenn ihr euch an eure Ausbildung erinnert, dann habt ihr ja alle gelernt, dass Golgi-Sehnenorgane dazu da sind, um Länge, um Dehnung wahrzunehmen von der Sehne. Ja? Und wir haben erklärt, dass die nur in den Sehnen sitzen, diese Golgi-Sehnenorgane. Und dieses Bild, das zeigt jetzt wieder hier das Sehnenorgan, das umhüllt ist von einer Bindegewebskapsel. Ja? So, das wäre dieses Sehnenorgan. Da drinnen sehen wir das Axon vom Nerv, das da reinführt. Und das Spannende ist, das, was wir aber außen sehen, sind Muskelfasern, das Rote. Ja? Und diese Muskelfasern, die inserieren jetzt nicht in einer Sehne, sondern die gehen direkt in dieses Golgi Sehnenorgan. Ja? Also wir müssen da unser Bild, was das betrifft, revidieren oder erweitern, würde ich sagen. Man hat in Untersuchungen gezählt, es gibt Sehnenspindeln, die haben 5 bis 25 Muskelfasern, die direkt an Golgi-Sehnenorgan ansitzen. Und wenn die kontrahieren, einfach dieses Sehnenorgan in irgendeiner Form erregen. Und die setzen auch nicht oben und unten an, sondern die setzen überall an, also in allen Bereichen dieses Organs. Das heißt, es ist nicht linear oder seriell geschaltet in einem System, sondern das nimmt Eindrücke aus allen Raumrichtungen auf. Also so dreidimensionale Eindrücke eigentlich. Genau.
Und ist natürlich dann von der Informationsleitung wesentlich komplexer, als wir uns das in unseren zweidimensionalen Hebelmodellen da oft vorstellen. Was jetzt schon interessant ist, ist, dass im Fasziengewebe sehr, sehr viele Rezeptoren sind. Das findet man inzwischen immer mehr. Da gibt es einige Studien schon, vor allem in der thorakolumbalen Faszie zum Beispiel, hat man sehr, sehr viele Rezeptoren gefunden. Und zwar viel mehr als in Kapseln oder in Bändern. Das heißt, für das Wahrnehmen dessen, was im Bewegungsapparat passiert, ist unser Bindegewebe eigentlich viel prädestinierter als irgendwelche Bänder oder Kapseln oder sowas. Was ist jetzt, wenn man dieses Wissen um diese Gleitschichten und dieses Wissen um die Rezeptoren, wenn wir das kombinieren? Ihr seht auf der linken Seite eine gesunde Situation. Wir haben Schichten im Bindegewebe in verschiedenen Richtungen. Wenn die adäquat verteilt, physiologisch in Ordnung sind, dann haben wir grün drin die Rezeptoren, die einfach genau die Rezeptorantwort ans Gehirn schicken, die sie sollen. Ja? Dann wird ein Muskelspindel, eine Dehnung, die im Muskel stattfindet, ans Gehirn senden. Dann wird Pacini-Körperchen, eine Kompression, die stattfindet, ans Gehirn senden und so weiter. Wenn wir aber jetzt eine Veränderung in dieser Gewebestruktur haben, zum Beispiel durch eine Adhäsion, also eine Densifizierung oder Verklebung oder auch einer Narbe, dann haben wir einen völlig anderen Kraftlinienverlauf. Ja? Das heißt, dann werden die Kräfte anders verteilt und Rezeptoren kriegen dann plötzlich Reize in einer Art und in einer Art und Weise, die sie nicht gewohnt sind. Und was machen sie dann? Dann schreien sie Hilfe, weil sie so irritiert sind. Ja? Also Hilfe, indem sie schmerzhaft sind. Genau, also anscheinend, und das ist eine Hypothese, die mehr und mehr jetzt untersucht wird, anscheinend gibt es eine Form von Rezeptoren, die dann von ihrer mechanischen Funktion weggehen und dann plötzlich eine Schmerznachricht schicken. Also es werden aus Mechanorezeptoren Nozizeptoren. Umgekehrt, wenn jetzt aber diese Adhäsion verschwindet, verschwindet auch sofort dieser nozizeptive Schrei des Rezeptors und der wird wieder zum Mechanorezeptor. Und das ist für mich dieser Rezeptorschmerz, der sehr gut passt zu dem, was ich klinisch in der Praxis erlebe. Also ich erlebe zum Beispiel, dass eben bei einer Bewegung rund ums Knie ein diffuser Schmerz ist. Und wenn man dann zum Beispiel eine Adhäsion in der Faszie lateral Mitte Oberschenkel löst, dann plötzlich dieser Bewegungsschmerz weg ist. Oder ein Ruheschmerz kann beides sein. Ja? Und das, was jetzt für mich eine schlüssige Erklärung wäre, dass man es eben auf dieser Ebene der Rezeptoren sieht, dass eben die ihre Funktion verändern können, indem sie einmal eine mechanische Reizung weiterleiten und einmal einen Schmerzreiz weiterleiten. Für mich passt da nicht dieses Entzündungsmodell, da passt nur eigentlich dieses Rezeptormodell besser. Christina, da würde ich fragen, so vom klinischen Aspekt her, ist das eine spezielle Art von Schmerz, sehr tief empfunden, eher oberflächlich, hell, dumpf? Gibt es da eine Erfahrungswerte oder in der Literatur etwas? Also in der Literatur gibt es diesen tiefsomatischen Schmerz als Schmerzort sozusagen. Mhm. Und es gibt Oberflächenschmerzen. Oberflächenschmerzen sind die, die man hat, wenn es von außen ins Gewebe kommt. Also was Spitzes, was Schneidendes, eher was Helles. Tiefsomatischer Schmerz wird immer beschrieben als dumpf, schon stark, aber eher so als tiefer Schmerz, kann man sagen. Diese Art Rezeptorschmerz, die passt für mich am besten zu so chronischen Schmerzen, die eher diffus sind, die nicht so klar abgegrenzt werden können, oft einmal vom Areal, und die auch weitergeleitet werden. Also auch diese Referred Pains, das wäre für mich auch was eher in diesem Rezeptorschmerz
hineinpassen würde. Es ist schon zu unterscheiden vom neuropathischen Schmerz. Ich glaube, ein neuropathischer Schmerz ist viel klarer abzugrenzen und zum Beispiel auch vom Dermatom her viel klarer abzugrenzen. Diese Rezeptorschmerzen, die passen eher genau in all diese Bereiche, die man sich sonst nicht erklären lässt, erklären kann. Und ist zum Beispiel Bewegung etwas, was diesem Schmerz dann helfen kann, oder gibt es da Erfahrungen von deiner Seite? Also die Frage ist es jetzt, sind die klinisch-therapeutischen Konsequenzen aus so einer Sichtweise? Ja? Ich habe da noch eine Folie zusammengestellt, wo ich diese zwei Schmerztypen sozusagen in der primären Nozizeption gegenübergestellt habe. Oben hätten wir dieses klassische Modell der Gewebeläsion, wo es dann zu einer Entzündung kommt, aufgrund dieser Läsion und durch die Entzündung immer Schmerzreiz entsteht. Das ist meistens, was in einer Akutsituation passiert, was nach einem Trauma passiert, wo auch klar ist, es gibt eine Läsion. Und das ist oft der Schmerz, der sehr gut lokalisierbar ist. Demgegenüber steht eben so eine Störung im Bindegewebe, das kann man jetzt unterschiedlich bezeichnen, sei es eine Densifikation oder eine Fibrosierung, sei es eine Kontraktur der Muskelfasern, das ist das, was Travell und Simmons zum Beispiel gesagt haben. Das führt zu einer unphysiologischen Erregung und aus dieser unphysiologischen Erregung kommt dann die Schmerzantwort. Das ist eben dieser chronische, diffuse Schmerz oder generalisierte Schmerz, der auch weitergeleitet wird. Vom Klinischen her, denke ich, wird da jetzt schon deutlich, bei dieser unphysiologischen Erregung hilft es nichts, wenn ich entzündungshemmende Mittel gebe. Und das ist ja auch oft eine Erfahrung, mit der Patienten kommen, dass sie sagen, sie haben Ibuprofen oder sonst was geschluckt und es hat gar nichts geholfen. Ja? Das heißt, was ich da brauche, ich brauche alles, was diese unphysiologische Erregung wieder zunichte macht. Und im Prinzip muss ich da an der Densifikation, an der Fibrosierung, an der Kontraktur und so weiter arbeiten. Das heißt, alles, was im Gewebe Bewegung schafft zwischen einzelnen Schichten, ist da hilfreich. Da ist natürlich aktive Bewegung sehr gut. Es kann nur sein, wenn eine Densifizierung sehr weit fortgeschritten ist, dass ich über die aktive Bewegung dort nicht mehr hinkomme, dass ich die Bewegung ins Gewebe reinkriege. Dann muss man mit manuellen Techniken zum Beispiel solche Densifikationen lösen. Oder wenn es Narben gibt, wenn es Fibrosierungen gibt, dann ist es natürlich begrenzt möglich, da wieder Bewegung hereinzubringen, aber da braucht es dann oft die manuelle Mobilisation, damit das Gewebe wieder gleitfähiger ist. Das Spannende ist, wenn man diesen Bereich auf der linken Seite da bearbeiten will, was macht man? Eigentlich macht man dort eine manuelle Entzündung, also wenn wir in der Facial Manipulation zum Beispiel dann manipulieren in der Faszie, wollen wir Entzündung auslösen, weil die Entzündung es dann schafft, dass diese Gleitfähigkeit in den Schichten wieder hergestellt wird. Da rennen dann die biochemischen Prozesse. Und wir haben aber dann durch dieses Gleiten, das wir wieder herstellen, die unphysiologische Erregung beseitigt und dadurch können wir die Schmerzantwort dann verändern. Oder überhaupt wegkriegen. Entschuldigung, darf ich kurz einhaken? Also du versuchst auch immer wieder zurückzukehren zu einem Prozess, wo die Entzündung eingebunden ist, weil das ja die Möglichkeit ist, vom Gewebe selber zu heilen. Genau, also bei uns ist, oder wir betrachten auf Basis von Forschungsergebnissen die Densifikation in den Bindegewebsschichten oder im lockeren Bindegewebe eigentlich als eine Verklumpung von Hyaluronmolekülen. Hyaluron ist eben dieses Schmiermittel, das im Gewebe ist und das ist sehr sensibel für pH-Werteänderungen. Und der pH-Wert, wenn sich der ändert durch zum Beispiel eine hohe sportliche Belastung, weil sehr viel Laktat produziert wird, dann kann der dazu führen, dass diese Hyaluronmoleküle sich verklumpen und dann eben nicht mehr als Gleitmittel fungieren, sondern eigentlich als eine Art Kleber. Das wäre zum Beispiel so ein Hintergrund. Und um das wieder zu lösen, diese Hyaluronmoleküle wieder aufzubrechen, braucht es Reibung und Wärme. Mhm. Das heißt, ich mache dann einen Druck ins Gewebe, ich mache Bewegung im Gewebe, erzeugt dadurch Wärme
Oft ist Wärme alleine zu wenig, weil sonst braucht man immer nur Sauna gehen und dann wäre alles eitel Wonne. Ich brauche oft da eben diese Reibung und dann spaltet sich das Hyaluron wieder auf in eine normale Größe und die Kettfähigkeit wird wieder hergestellt. Was mir noch wichtig ist, ist, wir haben in der Osteopathie dieses Konzept der somatischen Dysfunktion. Und für mich ist es so, dass diese somatische Dysfunktion in der Wirbelsäule ja sehr viel über den Sympathikus arbeitet und im Körper was bewegen soll, in alle Richtungen. Und ich finde, das, was die somatische Dysfunktion der Wirbelsäule für das Vegetativum ist, ist eigentlich die Densifikation im Bindegewebe für die Rezeptoren. Also ich finde, das ist ungleich oder das ist eigentlich für mich sehr gleichwertig, was die Wichtigkeit in der Therapie betrifft. Wenn ich wirklich Schmerzfreiheit, und es geht ja nicht nur um Schmerz, es geht ja auch bei diesen Rezeptoren um die Propriozeption, um die Koordination. Also wenn ich diesen Rezeptoren ihre Arbeit wieder erleichter, ermögliche, habe ich nicht nur weniger Schmerz, sondern ich habe auch eine verbesserte Koordination, ich habe ein verbessertes Bewegungsverhalten und ich habe auch eine verbesserte Kontraktion in der Muskulatur. Das sieht man unmittelbar nach der Therapie. Und deswegen ist für mich die fasziale Densifikation ein Artefakt, das unbedingt mitbehandelt werden sollte. Mhm. Was für mich noch recht spannend war, ist, oder als Osteopathin, also der Stil hat ja sehr oft geschrieben, dass diese Verschiebungen der Knochen in irgendeinem Gelenk, auf die wir ja sehr viel zielen mit unserer Therapie, hat er beschrieben, dass die Entzündungen auslösen im Körper. Und dann quasi eine Dysfunktion in der Lunge oder in einem anderen Organ, dass der Grund ist, also den Grund hat, dass über diese Gelenksverschiebung eine Entzündung entstanden ist. Mhm. Da frage ich mich jetzt, ob auf Basis dieser Erkenntnisse das so haltbar ist vom Stil oder ob es nicht da wieder einen anderen Weg gibt über Rezeptoren, über Informationen im Körper, die das eher beschreiben, was da wirklich abgeht, wenn ein Gelenk eine Dislokalisation hat. Da wäre es jetzt sehr spannend, mit dem Stil drüber zu diskutieren. Ja, wir werden den nächste Woche dann einladen in unser Stillpoint Café. Ja. Mal schauen. Du, darf ich dich noch fragen, diese Dance, also du hast jetzt über Faszien und Bindegewebe im Bewegungsapparat gesprochen. Haben diese Densifikationen und so weiter auch einen Stellenwert in der viszeralen Behandlung? Gibt es da schon Forschungen in der Richtung oder gibt es da noch weniger? Da gibt es schon. Es gibt ein ganzes Konzept im Facial Manipulation, wo man über die äußere Faszie quasi die Organe versucht zu erreichen. Es ist so, dass ja unsere Organe im Prinzip aufgehängt sind in Höhlen und diese Höhlen wie Container wirken, die Bauchhöhle, die Brusthöhle. Und je nachdem, wie dieser Container geformt ist, hat das Bindegewebe, auf dem das Organ hängt, dann eine bestimmte Spannung. Also wenn ich einen Luftballon sehr prall aufblase und da drinnen hänge was rein sozusagen, weiß ich nicht, ob man das Bild jetzt nachvollziehen kann, dann wird in der Phase, wo der Luftballon dann die Luft verliert, wo er langsam schrumpft, die Aufhängung da drinnen natürlich schlecht, ja? Mhm. Oder auch schlapp. Und so kann man sich das im Bauch auch vorstellen. Also wenn ich eine Bauchhöhle habe, die wo kein Tonus ist im Außenbereich, wo die verzogen ist, sage ich jetzt einmal, über die Faszien, über die Muskeln, dann haben wir die Organe in ihrer Aufhängung da kein ideales Spannungsverhältnis. Und wie wir wissen, geht ja das Bindegewebe der Organe auch wieder in jede Zelle des Organs hinein, wird jede Zelle des Organs umhüllt und vor allem die Plexi, die in den Organwänden drinnen sind, die sind abhängig von diesen Spannungen. Und auch da haben wir wieder diese Situation, dort sitzen die Rezeptoren und je nachdem, welche Info sie kriegen, feuern sie dann oder auch nicht. Und so kann ich diese äußere Spannung, diese mechanische Komponente auch wieder diese
diese somatische vegetative, also nicht somatische, sondern diese vegetative Komponente im Organ selber beeinflussen. Und da hat Stecco ein ganz klares Konzept beschrieben. Das scheint, wenn man es sieht, sehr ähnlich wie das Akupunkturkonzept, dass es gibt Stellen außen an den Faszien, wo man Densifikationen feststellt und die man dann behandelt, die dann eine Wechselwirkung haben auf die inneren Organe. Das ist spannend. Eine klinische Konsequenz, die sich für mich noch aus diesen ganzen Gedanken ergibt, ist, dass wir uns als Osteopathinnen fragen müssen, wenn die Rezeptoren so wichtig sind, ja, auch in dem, was sie ans Gehirn melden und dann in der Wechselwirkung in alle Richtungen, dann müssten wir eigentlich schauen, dass wir wirklich die Gewebe behandeln, wo die meisten Rezeptoren sitzen. Und dann bin ich eigentlich momentan, was die Forschung sagt, bin ich dort, dass ich dort behandeln muss, wo die meisten Rezeptoren sitzen, und das ist in den Faszien. Also ich behandle jetzt momentan hauptsächlich die Faszien, auch mit aus diesem Grund, und speziell die Stellen in den Faszien, wo sie sehr viele Schichten übereinander liegen. Und da merke ich in meiner klinischen Arbeit, dass es einfach irrsinnig potente Bereiche gibt. Sei es jetzt zum Beispiel die Rektusscheide, sei es die thorakolumbale Faszie. Also wenn man dort zum Arbeiten anfängt, hat man Wirkungen nach oben, unten, nach proximal, nach distal, weil ihn da so viel zusammenkommt und weil über die Propriozeption da so eine große Wirkung dann in alle Richtungen passiert. Ja, ich denke mir auch immer wieder, Faszien sind schon das Tor, das uns eigentlich viele Zugänge eröffnet. Ob das jetzt auch über das vegetative System ist, über Rezeptoren, über biomechanische Zusammenhänge oder auch Stoffwechselzusammenhänge. Genau. Ich hätte noch eine Folie mitgebracht. Ich weiß jetzt nicht, ob es noch Fragen gibt, aber wir haben eh noch Zeit. Ja, bring sie mal. Und zwar ist das vom Professor Jenig, den ja auch viele kennen, aus einem Buch, das heißt Manuelle Medizin, wo er die Wege beschreibt von diesen Rezeptoren. Unten haben wir auf der linken Seite Mechanorezeptoren, die gehen über A-Beta-Fasern, sagt er, dann über verschiedene Ebenen, eben Rückenmark, Thalamus zum Cortex. Und die, vermutet man, sind zuständig für die Exterozeption und für die Propriozeption. Und auf der anderen Seite gibt es Interozeptoren, die für die Nozizeption zuständig sein sollen, für Thermo, für Metabolismus und eben für die ganzen Viszera. Und die gehen eine eigene Bahn über den Hirnstamm und über den Cortex in die Insula. Und ich habe jetzt nochmal nachgelesen in dem Schmerzbuch von den Australiern, Explain Pain. Es zeigt sich in der Forschung jetzt die Richtung, dass diese A-Beta-Rezeptoren, dass die anscheinend multimodal sind und dass die wechseln können. Und zwar nicht nur die Antwort, also nicht nur den Reiz, dass sie nicht nur auf mechanorezeptorische Reize sozusagen schicken, sondern auch nozische, nozizeptive und so weiter, aber dass sie auch irgendwie die Bahn wechseln können anscheinend. Also dann diese Aufteilung nicht mehr so stimmt oder eben da eine Dynamik möglich ist. Der Rezeptor von einer Seite zur anderen wechselt. Das habe ich sehr spannend gefunden und ich denke mir, da wird es in Zukunft auch sicher einiges tun, um das besser zu verstehen. Ja, ich denke mir, wir müssen uns überhaupt von eigentlich vielen Konzepten immer wieder verabschieden und auch die Offenheit haben, dafür auch bereit zu sein. Nicht? Also, und Still hat nicht umsonst gesagt, dick an. Was du wieder mal wunderbar gemacht hast. Sehr schön. ja, danke jetzt recht herzlich mal für die Präsentation. Darf ich dich nur bitten, vielleicht wieder umzuschalten, damit wir dich wieder ganz präsent haben in unserem Café Stillpoint? Okay. Du, eine Frage noch. Du hast ein bisschen, also ein paar Bücher schon erwähnt, ein paar Autoren. Hast du so ein paar Literaturempfehlungen? Also in Bezug auf gerade was Deco unterrichtet und darlegt? Ja, es gibt natürlich
Von der Kala, den Atlas des menschlichen Fasziensystems. Ein bisschen Dürft man verschwommen das? jetzt. Na gut, also Atlas mit menschlichen Fasziensystem. Atlas Jetzt sehen des wir es. Ja, menschlichen jetzt haben wir es. Fasziensystems. Sehr gut. Das ist für mich ein Standardwerk, wo einfach beschrieben ist, wie dieses Fasziensystem aufgebaut ist und mit ganz vielen klinischen Beispielen. Und das Konzept selber der Fascial Manipulation, da gibt es auch Bücher dazu, aber momentan nur auf Englisch. Okay, halt es kurz nach hinten ein bisschen. Oh, man sieht es nicht gut. Okay, das ist das Ja. hier erwähnt. Okay. Ich habe im Chat gesehen, es hat nur eine Frage gegeben, was ist der Unterschied zwischen der Fascial Manipulation und Querfriktionen? Der Unterschied ist zum einen, dass wir sehr genau untersuchen und definieren, wo wir behandeln. Also es gibt definierte Areale in der Faszie, die für bestimmte Bewegungsrichtungen entscheidend sind. Wir nennen sie Koordinationszentren. Und es gibt ein ganz einfaches System, wie man herausfindet, welches dieser Koordinationszentren zu behandeln ist. Das ist das eine. Und von der Manipulation her selber ist es so, dass es viel großflächiger ist und wesentlich länger wie die Querfriktionen. Und es geht eben nicht darum, einfach nur Entzündung so auszulösen, sondern man manipuliert oft 2, 3, manchmal 4 Minuten, wirklich so lange, bis die Densifikation vollkommen gelöst ist. Und das Spannende ist, dann passiert sowas wie ein Release in der Kraniofaszie. Also es ist so, dass der Patient durchatmet, dass man vegetative Reaktionen merkt und dass der Schmerz sofort verschwindet. Und das ist sehr spannend, finde ich. Super. Siehst du im Chat noch andere Fragen? Ich habe da leider jetzt kein Bild. Eine Frage ist, wie Faszienorgane einwirken und ob ich da ein Beispiel geben kann, wie das klinisch ausschauen kann. Zum Beispiel, wenn jemand chronische Gastritis hat, der Magen ständig Magensäure produziert, dann behandeln wir in der Osteopathie sehr oft das Diaphragma und die Gegend rundherum, weil wir sagen, wenn da hohe Spannung ist, dann kann das auch den Magen beeinflussen oder die Mobilität in den Magenbändern. Wenn ich das jetzt von Stecco her betrachte, dann würde ich mir den Container des Magens nehmen. Das ist einfach der Oberbauchbereich unterhalb der Rippen bis zum Nabel und würde in diesem Bereich palpieren, diese verschiedenen Koordinationszentren oder Fusionszentren, die gibt es dann auch noch. Und das sind Stellen, wo sehr viel fasziale Schichten zusammenlaufen. Das wäre zum Beispiel direkt in der Mitte vom Bauch die Linea alba. Das wäre seitlich die Rectusscheide. Das wäre am Rücken diese Raphe lateralis von der thoracolumbalen Faszie und, und. Also da gibt es 10 so Bereiche, die würde ich palpieren. Und die, die am meisten densifiziert sind, die würde ich dann mit faszialer Manipulation lösen. Was erreiche ich dadurch? Möglicherweise erreiche ich, dass dieser Thorax im unteren Bereich oder dieser Lumbalbereich ein bisschen auseinandergehen kann, ja, und dadurch der Magen in eine bessere Spannung über seine Bänder kommt und dann die Signale, die über die Spannung in den Magen gehen, einfach andere sind und sie so zum Beispiel diese Magensäureproduktion reduzieren kann. Das wäre so ein Beispiel. Diese einzelnen Punkte durch und schaust, ob du dort eben eine Intensifikation spürst und dann behandelst sie mit relativ starken Friktionen, glaube ich. Ja, mehr oder weniger. Also es ist so, dass man das von der oder von der Intensität sehr gut anpassen kann. Also Fascial Manipulation funktioniert zum Beispiel auch super bei Kindern. Mhm. Man muss nicht mit viel Druck arbeiten, man kann viel Überreibung machen. Und das Spannende ist, dass Menschen immer sagen, ja genau, das brauche ich. Sie sind genau richtig. Also das ist was, wo man selber in der Wahrnehmung merkt, dass der Körper da genau das braucht, als Anreiz. Aber ist es auch möglich, intraabdominale Bänder also direkt zu behandeln, eben dort Wärme und Friktion zu erzeugen? Oder ist das im Stecco-Konzept eigentlich... Es ist jetzt im Konzept, das wir unterrichten, nicht drinnen, wobei der Stecco selber, also der Luigi, der das entwickelt hat, aus seiner Praxis da durchaus intraabdominal aktiv ist. Also er sagt immer, die Weisheit liegt in den Händen
Und das ist ja das, was wir in den Kursen dann oft machen, dass wir zwar diese definierten Zonen haben, aber die Anatomie von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist und man letztendlich schaut, dass man dieses Gefühl entwickelt, wo muss ich hin, wo ist die Densifikation und dann dort manipuliert. Es gibt jetzt eine Frage. Ja. Und zwar manchmal gibt es auch negative Reaktionen, vor allem bei Diskusprolaps bei sehr starken Schmerzen, auch wenn eigentlich nicht mehr akut. Gibt es hier Empfehlungen hinsichtlich Vorgehensweise? Ich weiß jetzt nicht, ob Sie diese Frage jetzt auf die negativen Reaktionen von FM bezieht. Ich schätze mal. Aber ich schätze mal, es ist so, wenn wir akute Stadien behandeln, dann ist die Gefahr, dass man zu sehr ins Schmerzgebiet reingeht. Da denke ich, muss man einfach schauen als Therapeut, dass man sehr weit distal arbeitet. Also beim akuten Diskusprolaps L5 würde zum Beispiel sehr viel im Bereich der Sprunggelenke und der Faszien im Sprung, in den Beinen, der Beine arbeiten. Und einmal schauen, dass ich von dort her Entlastung bringe. Schwierig ist ja immer, wenn Entzündungsgeschehen schon da ist, weil ich natürlich durch eine zusätzliche Entzündung nochmal den Körper belaste und da muss ich mich fragen, ob das in der Situation adäquat ist oder nicht. Also manchmal kann es ja sein, dass man sagt, okay, jetzt müssen wir zuerst schauen, dass wir von der Entzündung runterkommen. Vielleicht braucht es ein, zwei Flaschen, sage ich dann immer. Und erst dann mit einer Therapie reinfahren, die eben wieder Entzündung auslöst. Auch das muss man im Hintergrund haben. Ich denke mal, vielleicht ist diese radikuläre Symptomatik beim Bandscheibenvorfall eh ein gutes Beispiel, dass man sich überlegt, welche Therapieform ist jetzt am ehesten indiziert. Nicht? Da geht es ja nicht um eine, prima nicht um eine Densifikation in einem Faszienhülle, sondern da ist einmal der Schmerz neuralgisch ausgelöst. Und ich denke mal, deswegen wird man mit dieser Therapie nicht direkt den Schmerz angehen, aber die begleiteten Faszienverklebungen zum Beispiel, oder? Habe ich das so richtig durchschaut? Genau. Also im Prinzip versuchst du für diese Bandscheibe über sehr weit distal eine Situation zu schaffen, wo sie sich, wo das System um die Bandscheibe sie wieder regenerieren kann. Mhm. Ja. Mhm. Eine Frage war noch, bezieht sich, inwieweit unterscheidet sich die Behandlung zur FDM? Ich würde sagen, es unterscheidet sich sehr, sehr grundlegend. Und zwar deswegen, weil das ganze Denksystem aufbaut ist auf anatomische Gegebenheiten. Nicht auf Faszienmodelle, ja, Distorsionsmodelle, sondern man versucht wirklich mit der Anatomie zu arbeiten. Und die Behandlung an sich aber basiert dann an ganz definierten Stellen und wirklich so lang, bis sie dort qualitativ und auch quantitativ im Gewebe was verändert. Also wenn man die Faszien manipuliert, kann man dann im Ultraschall sehen, dass sie diese Hyaluronschichten verändert haben, dass die eine andere Dichte haben. FDM behandelt sehr symptomorientiert und ehrlich gesagt verstehe ich es nicht mehr ganz, warum man das noch machen sollte, wenn ich das einmal so salopp sagen darf, weil es inzwischen so viel an Wissen gibt, was auch viel genaueres Arbeiten möglich macht. Das Problem, was ich bei FDM sehe, zum Beispiel bei den Triggerbändern, ist, dass man durchaus über so Koordinationszentren drüber fährt natürlich, aber man bleibt nicht am Ort, bis diese Densifikation wirklich gelöst ist und deswegen kommen ja Beschwerden dann auch oft wieder mit einer FDM. Was für mich spannend ist, dass ja der Zugang komplett ein anderer ist, nicht FDM. Über Dybaldos kam das aus seiner praktischen Seite, also Erfahrungen mit Patientinnen und Patienten und dann Modelle, die er sich dazu gedacht hat. Und bei Stecco ist es genau umgekehrt. Die kommen ja mehr aus der Forschung heraus, aus Erkenntnissen der Forschung und erst im Nachhinein wurden dann klinische Schlüsse daraus gezogen. Würdest du das auch so sehen, oder? Nein, es war schon so, dass der Luigi
das eigentlich in der Praxis entwickelt hat, weil er selber war ja Physiotherapeut, der Vater. Aber er hat immer versucht zu verstehen, was passiert im Hintergrund anatomisch und physiologisch. Und was er zum Beispiel gemacht hat, er hat nicht sezieren können, weil er war in keiner Uni, aber er hat Unmengen an Hasen, Kaninchen, Fischen seziert. Da gibt es auch ganz tolle Videos. Und hat sich einfach überlegt, was sie da abspielen könnte. Und das, was jetzt eigentlich die Carla und der Antonio machen, ist, dass sie das, was er gesagt hat, auf die wissenschaftliche oder die wissenschaftlichen Grundlagen dafür schaffen. Ja? Mhm. Und das Konzept jetzt einfach auf Basis dieser Grundlagen verfeinert wird und da korrigiert wird, wenn es notwendig ist. Okay. Also seine Kinder arbeiten gar nicht in der Praxis, oder? Die sind wohl, arbeiten schon. Schon. Okay. Ja. Okay. Aber natürlich nicht so viel wie er. Ja, okay. Okay. Hast du noch Fragen im Chatverlauf? Ich schaue gerade. Bitte. Es ist noch eine Frage nach Literatur. Da würde ich einfach bitten, mir am besten eine E-Mail zu schreiben, dann kann ich die Literaturangaben gern weitergeben. Das wäre, glaube ich, am besten. Sagst du deine Adresse? christina.hallers@wso.at. Okay, ganz einfach. Ich glaube, es reicht auch christina.wieso.at. Nein, die ist nicht eingerichtet. Okay, dachte ich mir, das mit Hallers ist ein bisschen ein Problem. Ja. Hallers, Entschuldigung. Was ich euch nochmal so mitgeben will, zum Nachdenken oder zum Nachklingen, ist dieser Satz aus der Definition: Schmerz ist ein Sinnes- und Gefühlserlebnis. Und ich denke mal, wenn man das im Hintergrund hat und die Rezeptoren, dann kann man sich so ein bisschen eindenken in dieses Modell und kann vielleicht in der Praxis einmal dem so nachgehen. Und wenn man das jetzt als Rezeptorschmerz betrachtet, wie wäre dann der richtige Ansatz, an ein Problem heranzugehen? Mhm. Das wäre so mein Schlusswort. Das klingt wunderbar. Ja, mein Schlusswort ist: Schmerz ist das, was der Mensch als Schmerz empfindet. Und ich glaube, du hast uns wieder mal einen wunderbaren Zugang dorthin gegeben. Meine Schülerinnen und Schüler wissen ja, dass ich ein Leiberl habe mit Spezialist für eh alles. Wenn wir uns beim nächsten Mal sehen, werde ich dir das überreichen. Ach, danke. Was wieder wunderbar war. Spezialistin hätte ich aber gern. Bitte? Ich hätte gern Spezialistin. Ah ja, okay. Werden wir schauen. Nein, es war wieder wunderbar, von dir zu lernen. Bin ich mir wieder verblüfft, in welche Tiefe du hineingehst in Materien. Etwas, was ich nicht so gut kann, zu meiner Schande. Ja, und ich bin jetzt hier gesessen, ich glaube so 50 Minuten, und habe wieder staunend dir zugehört. Und sage ganz recht herzlichen Dank, dass du hier im Café Stillpoint bei uns warst, und hoffen, ich bin überzeugt, wir werden dich für irgendein Thema auch noch ködern können. Ja, und ich verabschiede mich auch für allen Zuseherinnen und Zusehern und wollte noch erinnern, dass hier morgen das Café wieder offen ist, wieder um 18 Uhr. Und auch ich werde hier wieder sitzen als Moderator und werde Regina Novi begrüßen. Und die Regina Novi und wir werden über ein Thema diskutieren, was eigentlich auch ein bisschen ansetzt, über das, was die Christina gesprochen hat, nämlich die Verknüpfung unserer Körper und die Psyche. Ich glaube, das wird wieder recht spannend werden. Eine Bitte noch, schickt uns noch eure Links und eure Shares. Likes. Also Likes, ihr müsst irgendwo auf Like drücken. Ihr kennt euch sicher besser als auch ich. Okay. Alles Liebe und wir sehen uns morgen im Café Stillpoint. Tschüss.